herzlich willkommen zur Folge 38 des Zero Truck Simulators 2. Letzte Folge sind wir nach Schweden gefahren, Stockholm um genauer zu sein. Und da befinden wir uns jetzt auch noch so ein bisschen außerhalb bei NC Chemicals. So, und da sollte man jetzt dann auch eben den nächsten Auftrag machen. Also zumindest in Stockholm. Und eigentlich ist der hier auch der am meisten Kohle bringt. Weil hier kriegt man 44,20 Euro auf den Kilometer. Bei den anderen sind das alles 25. Dann nehmen wir den einfach. Da müssen wir nämlich nicht so weit hier rangieren. Sondern zack. Annehmen. Und der stand, glaube ich, auf dem ersten Platz. Da müssen wir auch nicht weit fahren. Ist ein kleines Unternehmen hier. Aber ich glaube, die haben sich in den Berg reingebaut. Komm, bisschen vor und dann wieder zurück. So, ankuppeln. Und dann geht's los nach Danzig, glaube ich, gell? Ja, Danzig. Also, wir sehen uns dann dort. Haut rein. Wir sind in Danzig angekommen und müssen jetzt eigentlich nur noch das Neon abliefern. Dann haben wir den ersten Auftrag heute schon erledigt. War recht easy, also war jetzt kein großes Ding. Arbeitsagentur ist auch immer schön. So, wenn jetzt das Navi kommt, ist noch schöner. BCC. Da waren ja einige von der Firma auf der Fähre. Und ich habe, glaube ich, mal wieder hier irgendwas mitgenommen gehabt. Manchmal bin ich einfach zu schnell. Ja, das merkt man richtig. Und dann kommt halt, dann springt eine Leitplanke in den Weg. Da kann man nichts mehr machen. So ist es halt. So, jetzt, es gibt ein Event oder eine Errungenschaft, die heißt, ich muss automatisch einparken. Das machen wir jetzt einfach mal. Hier unten steht es, Errungenschaft freigeschaltet. Es sind immer Freunde hier, um dir zu helfen. Toll. So, das wird aber das erste und letzte Mal gewesen sein, wo ich automatisch einparke. So, Danzig. Poznan. 9000 Euro. Kalmar. Ich will nicht schon wieder Fähre fahren. Vielleicht nach Olsztyn. Gdansk Olsztyn. 5000. Weißt du, da bin ich nicht so lange unterwegs.
Aber vom Preis-Leistung her ist eigentlich das hier das Beste. Aber ich will, wie gesagt, ich will nicht schon wieder nach Schweden. Ich bin jetzt die ganze Zeit Schweden, Schweden, Polen, Schweden, Polen, Schweden, Polen. Darauf habe ich einfach keinen Bock. Also warte, der da oben hat 36. Der hat 34, der hat 38. Und ich will ja auch ein bisschen Kohle verdienen, weißt du? Also ich will ja nicht nur, ich will ja nicht nur, was, 100? Ne, das ist wieder. Aber Polaris, Polaris Line ist direkt neben der Fähre. Ja, so ist das nämlich. Das habe ich nämlich, da habe ich nämlich aufgepasst. Und dann kann ich den Auftrag wieder zurücknehmen nach Polen. Oder den. Aber, Moment, Moment. Der Gedanke ist gar nicht so schlecht, aber wir haben 500 Euro Fährkosten, da habe ich 900 Euro netto. Das ist, hallo, viel zu blöd. Wir fahren den hier. 900 Euro netto verdient. Das ist ja wohl gar nichts. Da kann ich ja gleich der LKW stehen lassen. Die Hauswand kam schon wieder nahe. Wie das immer rumpelt, da drüber zu fahren. Haben sie? Ja, ich muss ja sagen, das ist ja cool. Ja? Meine Fresse. Ich fahr so katastrophal. Zum Glück ist das im Straßenverkehr nicht wirklich so. Sonst hätte ich ein Problem. LKW rollt rückwärts. So, wo müssen wir überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung. Und für keine Ahnung bin ich ganz flott wieder unterwegs in der Stadt. Das ist ja eins, wenn man weiß, wo man hin muss. Aber wenn man nicht mal weiß, wo man hin muss und dann viel zu schnell unterwegs ist, dann braucht man sich auch nicht beschweren, wenn man nachher das verpasst. Aber hier mit 90 durch die Stadt. Rumpel, rumpel. Halt! Zu weit gefahren. So, und was wollten wir vor? Oh ja, der Anhänger, der Auflieger. Ich finde ihn so geil. Ich weiß gar nicht, was wir überhaupt fahren. Aber auf jeden Fall ist der Auflieger geil. Der gefällt mir übelst. Der steht im guten Kontrast zu dem Grün, was mein LKW hat. Und sieht einfach cool aus mit dem Rot. Oder Orange oder was das ist. So, jetzt können wir gucken, was das ist. Chemikalie. Wollte ich das überhaupt gucken? So. Also, wir begeben uns auf den Weg nach zum komischen Ort. Nein, ist es nicht. Nee. Nee, ich habe keine Ahnung. Oh, wir stehen schon mitten auf der Straße und gucken erstmal, ob was kommt. Sehr gut. So macht man das nicht. Also, wir begeben uns jetzt schnell auf den Weg zum Ziel. Auf das zum Ziel. Und dann sehen wir uns nachher wieder. Bis dahin.
angekommen in Danzig. Quatsch. In Poznan. Was auch immer das ist. So, jetzt müssen wir das Ding hier noch einparken. Ohne Schaden zu nehmen. Das war wieder arschknapp. Alter. Ich leg's wirklich drauf an auf den Unfall, glaube ich. Eingeparkt wie ein Großmeister. So, das hat sich mal wieder gelohnt, 9000 Euro. Ich hätte mal gern wieder einen über 10.000. Nee, nicht schon wieder. Warschau. Warschau sind 33 Euro. Lodge. Das ist ein bisschen wenig. Danzig wäre natürlich wieder einiges. Wir brauchen 5 Stunden. Und von hier habe ich keine Übersicht. Gabelstapler. Ist natürlich die Frage, ob der Auftrag in 34 Minuten noch da ist, weil wir müssen ja erst wieder in das Dorf fahren. Aber ich glaube, das war gar nicht so weit weg. Also nehmen wir den und fahren nach Warschau. Ja schon Städtsche. Das ist ja wirklich direkt ums Eck, oder? Das Navi sagt 20 Minuten. Aber wir geben hier natürlich Vollgas und dann geht es ein bisschen flotter. Und dann sind wir auch gleich am Auftragsort. Ey, die Straßen in Polen sind auch nicht zu verachten. Viele Kurven, extrem viele, finde ich. Das hätten die Bauern nicht gewusst, wo sie jetzt die Straße langlegen wollen. Schon die Stadteinfahrt hier. Ey, 4, 5 Links-Rechts-Kurven. So, aber... Ach ne, hier müssen wir noch gar nicht abbiegen. Erst von. Und hier können wir auch abbiegen. Wir biegen hier ab. Es war wieder ein bisschen knapp. Ah, ich gebe hier gerade Vollgas, ja. Es ist gerade wie Rennen fahren. Ist natürlich kein Rennauto, mein Volvo hier. Na
das hat sich jetzt gelohnt. Noch 2 mm vorfahren. Aber den Auftrag haben wir gekriegt. Das war wichtig. So. Bisschen müssen wir noch rum, dann kriegt man den Aufleger nicht dran. So, und dann fahren wir mal nach Warschau. Genau, Warschau war's. Bin mal gespannt, wie Warschau aussieht. Ich frage mich ja immer, ob die das Spiel gemacht haben, auch dran denken, irgendwelche Wahrzeichen mit reinzumachen. In Paris weiß ich gerade gar nicht, ob ich da schon war. In München war ich mal. Ich weiß gar nicht, ob ich in dem Spiel hier in München war oder in meinem anderen Singleplayer, wo ich euch nicht dabei habe. Ich glaube, da war die Kilianskirche oder sowas. War da dabei? Und ja, das ist immer dann ganz cool. Aber so wie in Hamburg, der Hafen, dass der so deutlich zu sehen ist, finde ich auch ganz cool. Aber jetzt ab nach Warschau. Und die Polen haben uns mal richtig ein bisschen abgezockt, würde ich sagen. Also, zwischen Warschau und meinem Startpunkt lagen unglaubliche 4 Mautstellen. Oder noch mehr, ich weiß es nicht. Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen. Aber das ist mal richtig heftig. Oh, Schande. Ja, jetzt müssen wir mal kurz hier gucken, dass wir da auch einparken. Das hier ist nicht ganz so einfach. Da stehen links und rechts Auflieger daneben. Aber jetzt haben wir die Peilung gefunden.
Und das Krasse ist, vor den Mautstellen, was ist denn jetzt? Sind wir da nicht drin? Komm, geh rein. Scheiße. Egal, dann fahren wir richtig nochmal hin. So. Und das Krasse war, vor den Mautstellen, direkt vor den Mautstellen, wo 70 wird, steht jedes Mal fetten Blitzer. Ey, die sind vielleicht gerissen. Aber wir haben die Folge relativ gut rumgebracht, finde ich. Und wir haben auch mal wieder einen geilen Gewinn gemacht. Weil, das sind knapp, ja, lass mich mal gerade nachgucken, fast 22.000 Euro. Und das ist schon recht erheblich. Wir kommen also unserem Ziel, einem zweiten LKW, immer näher. Ich denke, ja, maximal zwei Folgen noch. Und dann können wir in der 41. Folge sehr wahrscheinlich unseren zweiten LKW kaufen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Ciao!